Sylla, willkommen zurück zu Gothic 3, dem Spiel, wo wir irgendwo mitten im Wald rumrennen, wenn eine Mausmittigkeit viel zu hoch ist, warum auch immer sie es ist. Wir sind auf dem Weg nach, ich habe echt schon wieder vergessen, wir wollten nach Manterra, aber das wird noch ein weiter Weg. All dieweil es hier noch Gobos gibt. Jaha! Das ist so dämlich, ne? Wie mich der scheiß Gobo umkippt, obwohl ich den gerade angestochen habe. Weißt du? Meine Taten sind egal. Aber Hauptsache der scheiß Gobo kann mich einfach umkippen. Und der hat gebratene Fleischwanzen bei gehabt. Kann ich die essen? Also kann ich bestimmt, aber. Eintopf? Oh, Eintopf macht 40%. Das macht 3 Lebenspunkte flat. Dann sollte ich die am besten gleich jetzt essen. Verwandlung in eine Blutfliege. Warum man so scheiß Brot mit sich herumschleppt eigentlich? Das ist halt. Das wiegt halt nur so. Gegen das Lichtgehalten kann man da etwas erkennen. Ich glaube, das ist, wenn ich mehr Scavenger-Omelettes mache, fahre ich, glaube ich, besser im Großen und Ganzen. Ich esse jetzt mal so einen Eintopf hier. Ha! Da liegt ganz schön viel Blut in diese. In Richtung dieser Höhle. Ich weiß nicht, wenn wir überhaupt irgendwann jemals an Monterra ankommen. Ob ich mich einfach nur an jeden x-beliebigen Gegner so lange aufhalte. Oder an den ganzen Weg darin. Dass ich den Umfang keine Lust mehr habe und einfach so durch die Welt laufe. Also, dass ich keine Lust mehr habe. Wann aufhöre, weil ich leider vergessen habe, was ich ja nicht vorhatte. Ich könnte übrigens nach den ganzen Gothic kommen. Oh, ein Fleischwanzer. Ich habe übrigens auf meinem Notizzettel die verstörenden Notiz lesen, stehen. Hasen gleich Geld. Warum wird das denn hier eigentlich so düster? Das sind ganz schön viele Fleischwanden, ne? Ich finde es trotzdem nicht gut, dass es hier so dunkel wird. Das ist halt irgendwie. Verursachen Fleischwanzen irgendwie Blindheit? Das ist irgendwie. Ich hätte bis eben, habe ich mir beim Fleischwanzen nie Sorgen gemacht, aber jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen. Ich will nicht sagen, hallo Steff. Ich will nicht sagen Angst, aber es sind echt ganz schön viele, ne? Kann ich eigentlich ein Schwert halten und gleichzeitig die Fleischwanzen erschlagen? Aber wahrscheinlich liegt hier irgendjemand tot drin, oder? Ah ja, okay. Guck mal, was ist denn das da? Leben die noch? Oder sind die tot? Das sind 3 Schatten, okay, das ist ein Problem. Ja gut, jetzt wissen wir immerhin, warum da so viele Fleischwanzen sind. Jetzt ist die große Frage, kann ich die Fleischwanzen alle umhauen, ohne dass die aufwachen? Die Schattenläufer? Also das ganze Blut, also die Fleischwanzen sind wahrscheinlich da wegen dem Blut und weil da 3 Schattenläufer in der Höhle liegen. Ja, 3 sind ganz schön happig viel, also so einen könnte ich bestimmt irgendwie totkiten. Fand ich richtig schön mein Oh. Ich fürchte, die wachen recht schnell auf, diese Schattenläufer. Ich mach das nochmal. Ich guck mal, ob da hinten was in der Höhle liegt. Also ich kann nicht einfach die Dings erschlagen. Die Fleischwanzen und dann hoffen, dass ich mit dem ganzen Loot wegkomme. Ich könnte natürlich auch zigtausend Pfeile ablassen und dann die ganzen Viecher versuchen zu plündern. Vielleicht sollte ich auch gleich mal schleichen üben. Eigentlich sollte es doch eigentlich sehr leicht sein, so eine. Die wachen einfach nur auf Entfernung auf, wa? Oh, die quasi two-shotten. Also an sich two-shot die mich. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Das heißt, wenn ich fertig bin mit meinen. Oh, wachen die durch das Licht auf? Muss ich ja mal gucken, ob ich die Fackel wieder wegpacken kann. Ach ja. Hasen gleich Fleisch. Wahrscheinlich droppen die auch nur eins. Warum habe ich denn jetzt hier 2 Ladebalken? Was ist denn das für hier? Ist ja wohl nicht so schwierig, das gleiche Safe-Game nochmal zu laden, liebes Spiel. Muss jetzt echt nicht so viel machen. Nur das Spiel ein bisschen zurücksetzen. Wirklich nur ein ganz kleines Stück.
Die machen anscheinend nach Entfernung auch, so wie es aussieht, ne? So. Nein. Guck mal hier, die Schwerter. Aber die Schattendörfer haben nicht vor, ihn umzubringen, so wie es aussieht. Oh, guck mal, die sind orange. Hey, die sind orange. Ich denke, wenn das orange steht, dass sie mich gar nicht umbringen wollen. Hm? Was gerade geklingelt? Meine Klingel macht so ein ganz komisches Geräusch. Aber wenn man sich im Stuhl zurücklehnt, könnte es das gleiche Geräusch machen. So. Aber ich glaube, wenn ich jetzt die Fackel einfach wegpacke, dann sehe ich halt selber nichts mehr, oder? Na, die wachen trotzdem auf. Das ist eigentlich voll tückisch, dass das hier so düster wird, sobald man ein bisschen reingeht in die Höhle. Rennt der mir jetzt hinterher, der eine Schattenläufer? Nicht so schlecht aus, wenn ich einen rangelockt kriege. Also, weil die wachen ja nacheinander auf. Dann könnte ich eventuell die rauskeiten, die Bande, ne? Ich muss den ja nur ein bisschen an mich ranlocken, dann kriege ich den eventuell. Das probieren wir mal. Die bringen bestimmt viel Erfahrungspunkte. Ist halt bloß nicht so oft. Also, das ist halt auch wieder so ein Ding, ich würde das jetzt wieder stundenlang versuchen, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob alle erwacht sind, ne? Ey, okay, gut, das wird vielleicht doch nichts. Kann ich mir irgendwie Orte markieren auf der Karte? Ich würde hier gerne nochmal hinrennen in die Höhle. Sieht so aus, als gäbe es hier durch das Loot zu holen. Das würde sich besser entschleichen, wäre, könnte ich mich bestimmt reinschleichen. Aber es funktioniert schon mal nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dass ich das, eins mache. Ich glaube, dahinter waren die anderen. Und das ist... Kann ich den auch irgendwie markieren? Ist das Spiel abgestürzt oder was? Na gut, das Spiel möchte mich anscheinend nicht. Na gut, wir versuchen nochmal hier irgendwie. Aber ich kann nichts markieren, ne? Oder? Ich würde halt gerne irgendwie eine Art Kartenmarkierung machen, aber das ist halt irgendwie schwierig, wenn man irgendwie. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Wenn ich immer eine Kartenmarkierung machen könnte, dann könnte ich ja mir wichtige Orte. Ich verbrauche die Fackel wirklich, wenn ich sie wegstecke. Das war jetzt eine ganz schön verschwendete Fackel, würde ich damit sagen. Ich wusste nicht, dass ich die sofort verbaut, dass ich die nicht wiederverwenden kann, so ein bisschen. Ach guck mal, wir können rohe Fleischschwanze zu gebratene Fleischschwanze machen. Wie viel bringt denn das? Das ist die rohe Fleischschwanze, die gebratene Fleischschwanze. Die wird ja wahrscheinlich nicht zu gebratenem Fleisch. Die wird ja stattdessen zu gebratener Fleischschwanze, nehme ich mal stark an. Die bringt 10% immerhin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht für den Gegner, den ich echt ziemlich einfach über die Bühne kriege. Das ist, ob die Höhle hier ein Hinweis war, dass ich gar nicht weiter diese Richtung hier vielleicht investigieren sollte. Ich meine, es könnte ja durchaus ein Wink mit einem Zaunfall gewesen sein. Ich höre irgendwas knatschen. Ein Wildschwein. Mit einzelnen Wildschweinen werde ich gerade noch fertig. Das sieht ja auch so wenig in diesem Unterholz. Wahrscheinlich der Trick ist. Da hätten wir noch so ein garstiges Wildschwein, aber diesmal muss es, ne? Eine wilde Blutfliege, toll. Aber die Wildschweinjagd mit Pfeil und Bogen klappt schon mal sehr gut. Und ich glaube, die Hauer von diesem Wildschwein, der arme Hase, der tut mir ja schon ein bisschen leid. So, droppen die jetzt doch wirklich Fleisch. Hoho! Muss man sich natürlich überlegen, alle, jetzt müsste ich nochmal zurücklaufen, alle wie alle Hasen holen, die sich so bieten.
Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Also, der Teil von Gothic 3 ist jetzt echt hübsch, ne? Hier durch die Wälder zu latschen und so. Ach, verfick doch mal, ja klar. Die Blutfliege kann mich umschubsen, also wirklich. Aber trotzdem, das sei nicht. Oder, hallo. Oh. Sieht man nicht irgendwann, wie lange der Effekt noch hält? Vom Gift? Ich glaube, ich sollte echt mal Lebenspunkte leveln. Oder Ausdauer. Na jetzt. Das kostet mich, glaube ich, so 100 Lebenspunkte, das. Alter. Da fand ich, dass er auf der Bank sitzen und wie besser. Da konnte ich wissen, was dazu erzählen. Dass du halt jedes Mal die Animation abgucken musst, dann muss das hier irgendwie noch durchlaufen. Das dauert, das zieht sich ganz schön, ne? Ich muss das echt klicken mit der Maus. Passiert ja nichts. Also ich kann das nicht mal mit einer Hand und mit der anderen gerade ein Getränk greifen. Das geht nicht. Ich muss wirklich mit beiden Händen aktiv die Nahrungsaufnahme koordinieren. Ist ja fast wie nicht. Schrecklich. Aber hey, wir haben unseren ersten Spielabsturz. Ich finde, das ist durchaus bemerkenswert. Aber wie gibt's hier einen? Menschliche, ich würde gerade sagen, hier gibt's eine Menge nix, aber da vorne ist das ein Anzeichen menschlicher Zivilisation. Eine Brücke. Teilwurzel. Irgendjemand hat mich darauf hingewiesen, dass eventuell die Tages- und Nachtmusik bei mir zwischendurch sich gegen den Baum gefahren hat. Das merkt man wohl daran, dass die Nachtmusik eigentlich ruhiger ist und ich hätte irgendwie die harte Tagesmusik, die hier gerade wahrscheinlich. Auch in der Nacht. Aber ich habe, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich habe eh nicht so vor, so viel in der Nacht rumzurennen. Ah! Oh ja, klar, erster Treffer. Ah! Ja, natürlich, die kleine scheiß Blutfliege habe ich umliegen. Das ist eine Behinderte. Oh. Ah! Die habe ich schon mal besiegt, ne? Aber ich habe eh nicht vor, großartig in der Nacht rumzurennen. Es sei denn, das wird irgendwie storytechnisch irgendwie gebraucht, weil so nachts in so Spielen durchlaufen, die das rumzulaufen, die das mit der Dunkelheit ernst nehmen, macht doch relativ wenig Spaß, so erfahrungsgemäß. Weil dann zieht sich das halt immer alles ganz schön. Wo immer der Lurker eigentlich gerade herkommt. Ich dachte eigentlich, dass das halt so ein. Die sind eher so Wasserwesen. Oh, anscheinend ja auch nicht, oder? Warte mal, hier ist ein Steinkreis, ein mysteriöser, und vielleicht haben wir noch eine Höhle, das da vorne an der Felswand sah so ein bisschen so aus, als wäre da eventuell vielleicht was anzutreffen. Aber, nö. Na gut, vergesst, was ich gesagt habe. Denn es ist anscheinend nicht so. Na gut, dann gucken wir uns mal vorne die Hütte an. Ist ja nicht mit Pflanzen. Ha. Huh. Da vorne sind Menschen. Jawohl, ich kann nicht mit Leuten wieder reden. Lurker sind Chatwesen. Ja, nur. Meine ganzen 6 Zuschauer sind alles Lurker. Gut, einer von uns wahrscheinlich fäppst ja immer noch sauer aus, dass ich nicht HNG mit ihm spielen möchte. Das eine Mal im Jahr, wenn er tatsächlich auch mal HNG spielen möchte. Obwohl, übrigens, ich habe ja gestern, also lieber Gothic-Zuschauer, ich berühre das jetzt einfach. HNG ist ein, steht für Heroes and Dynamics, das ist so ein Shooter-Dingsbums-Spiel. Das habe ich lange Zeit nicht mehr gespielt, das war früher, war ich da sehr aktiv im Clan. Und ich spiele das gelegentlich so alleine, da macht mir das halt überhaupt keinen Spaß und dann mache ich das mal ganz schnell wieder aus. Ich habe gestern so gemerkt, so zu 6 ist das eigentlich schon wieder gut, wenn du halt so Ansagen hast, wo die Leute sind und so ein bisschen organisiert was machst und dich ein bisschen auf deine Leute verlassen kannst, dann macht das Spiel wieder wesentlich mehr Spaß. Das ist halt auch, man wird mit den Freunden irgendwie besser, ne? Mit den Gefährten. Das war schon eine ganz coole Erfahrung gestern. Aber. Wie sind denn hier? Ich speichere mal. Der eine Typ da hinten sieht aus wie ein Ork-Söldner. Vielleicht ist er ja auch ein. Ist ja wahrscheinlich nicht der Ort. Wo sind wir denn hier? Dominik! Moment mal! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist den Orks doch nicht etwa durch die Lappen gegangen. Nimm mir den Mund nicht so voll, was? Ich bin auf der Durchreise. Wenn du mich fragst, siehst du aus wie jemand, der was ausgefressen hat. Du meldest dich innerhalb von 3 Tagen bei Marik, dem Anführer der Ork-Söldner in Montera. Sonst gibt's Ärger, klar? Melde dich beim Anführer der Ork-Söldner in Montera? Was? Wie komme ich nach Montera? Wenn du den Weg rauf Richtung Norden nimmst, bist du zwar schneller da, wirst aber garantiert von Banditen überfallen.
Besser für dich, wenn du den Weg Richtung Westen gehst. Der ist länger, aber dafür ungefährlicher. Verstehe. Ich habe übrigens den Drang, ihn zu töten. Was ist denn er für ein Arsch, dass er mir... Zeig mir deine Ware. Dass er mir vorschreibt, was ich zu tun habe. Na, du bist... Ja, Bolzen, meine Güte, brauche ich nicht. Aber die Dietrich nehme ich mit. Weltkarte? Ich habe ja schon eine Weltkarte. Wein? Hat er gar nichts. Aber er hat recht viel Gold. Das heißt, ich kann meinen ganzen Scheiß, den ich irgendwie zwischendurch im Wald gefunden habe, bei ihm verkaufen. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Ich habe doch hier noch Fell, oder? Warte mal hier. Genau, Hirschfell. Das. Also Tierteile? Ist leider überhaupt nichts wert. Okay, ich will mich nicht beschweren. Das Zeug habe ich vorher umgehauen, ohne was dafür zu kriegen. Und jetzt kann ich die halt, hau ich die Viecher halt um und krieg was dafür. Sklaven kennen, die sind nicht nur zu gut. Warum auch immer Sklaven so viel Dings machen. So, Judy, schließen. Quick Save. Mal sehen, ob ich Dominik tot kriege. Waffe weg! Oh, du Schlepper schon! Das hat gesessen! Mach schon! Volltreffer! Erstmal Pause machen. Schädelschild und ein Schwert. Ist er tot? Du solltest jetzt gehen. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Er ist tot, oder? Ah ne, atmet noch. Moment. Ja, warum kann ich denn... Hey du, was schleichst du hier rum? Nächstes Mal mach ich dich fertig. Leute, es gibt einen Kampf! Hey, was gefällt... Mach schon! Jo. Ich bin beschäftigt. Du solltest jetzt gehen. Was ist das denn für ein Arsch, dass ich mir was vorschreiben will? Also echt, wer ist er denn bitte schön? Das wird bestimmt überhaupt keinen Ärger geben. Vor allem einfach 3 Tage Monterra melden, das werde ich wohl eher nicht machen. Siehst aus, jetzt was ausgefallen. Meld dich so, hoppa, ja, Kommandanten in Monterra. Ein Scheiß werde ich, du Arschgeige, also wirklich. Also wir sind nämlich ein sehr pazifistisches Wesen. So, was hat er gesagt? Welches ist der gefährliche Farben den Banditen? Ich kann das doch bestimmt wieder aufrufen, oder? Das zieht doch hier bestimmt zur Quest dazu. Moment, das kriegen wir hin. Monterra. Schmieden, kaufen Sie durch mich. Ach ja, hier. Monterra. Ich muss den Markt, den Anführer der Orks oder Monterra, sonst gibt es Ärger. Obwohl, sonst gibt es Ärger. Was will er mir denn? Ach. Werde ich ja nicht überfällig, ne? Was für ein impotentes Arschloch. Versucht mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe. Also wirklich. Liebe Bauern, ihr seid frei! Frei! Ich frage mich, ob die Orks-Invasion denn offen. Ich glaube, das ist der Bergpfad. Das gefällt mir. Sieht nach Banditen aus. Banditen lassen Loot fallen. Das ist mal gut. Das. Ah, na, das ist, wo wollen die Bauern hin, ne? Muss man sich in solchen Situationen leider ernsthaft wirklich fragen. Was machen wir, wenn du wirklich nur Bauer bist und nicht kampffähig? Oh, sind das alles Söldner? Jetzt bist du dran. Was sind alles Söldner? Ach du Scheiße. Hab ich vielleicht ein bisschen übernommen. Bleib stehen! Ah! Oh! Das könnte jetzt interessant werden, ja. Oh, die haben auch Bogenschützen, das ist eher schlecht. Dass sie halt alle auf einmal kommen, ist jetzt ein bisschen... Macht halt meine normale Taktik so ein bisschen... Bisschen schwierig. Wahrscheinlich wäre es klüger, wenn ich erstmal ein paar Meter weit wegrenne, bis es nur noch so einer oder zwei sind. Und dann mein Vorteil ausnutze, dass es nicht mehr so viele sind. Die töten wir, wenn ich da in die armen Dingens. Da muss ich mal kurz den Schock muss ich mal kurz einen Heiltrank kriegen.
Bleib stehen! Na gut, die armen Bauern, die nicht in die Freiheit wollten. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Gut gemacht! Geflohener Dieb? Ja, jetzt ab! Ich bin hingelaufen! Er macht das sehr gut mit seinem Boxkünste. Du hättest dich besser nicht mit mir anlegen sollen. Ups. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Achso, jetzt fällt mir gerade ein, dass mit den 3 Tagen in Monterra könnte es natürlich schwierig werden, weil ich habe mich jetzt ja schon mal eine Nacht lang hingelegt. Ich wüsste ja zumindest, was denn passiert, wenn man das macht. Naja. Bisschen schade um den armen Typen, ne? Der da gerade sein Leben gelassen hat. Oder hat er überlebt? Ne, der Bauer ist wirklich tot. Würmanschken. Tot. Halbstark, der hatte gar nichts bei. Der hier wisst irgendwas. Wir kriegen erstmal Pause machen. Erstmal Pause machen. So, dann müssten wir jetzt auch eigentlich gar nicht mehr so viele Banditen da oben haben. Es waren jetzt ja so 5 oder 6. Ich habe nicht genau mitgezählt. Aber auf jeden Fall sollten sich die Reihen jetzt schon mal so ein bisschen gelichtet haben von den Banditen. Ich bin übrigens erstaunlich stark im Nahkampf gegen so menschlich. Ist mir gerade so aufgefallen. Also die gingen jetzt gerade relativ gut. Ich hätte jetzt die Hilfe von den Bauern, besonders von den Sklaven. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett versagt habe. Na gut, jetzt habe ich schon am Anfang mit dem Speer ganz gut wegschlappen können. Ah, das war schon nicht so übel. Oh, mein Hase. Das hätte mir ja keiner erzählen dürfen, dass die armen Hasis Fleischlieferanten sind. Wisst doch, Fleisch. Fleisch ist mein Leben. So, diese Truhe ist rot. Haha. Krankheit übertragen, Schlafhalten. Also, ich müsste mal rauskriegen, was Krankheit übertragen genau macht. Ob das wirklich jemand eine Krankheit gibt oder ob das die Krankheit wirklich überträgt von einer Person zur anderen. Also quasi von mir auf jemand anderen, jemand sonst. Wir müssen nämlich mal bei Gelegenheit zu einem Schrein von Innos. Ich muss ja also erstmal nach Monterra. Und sobald ich da dann war. Hätten sie noch ganz schön viel. Ach, Scheiße. Das ist ein ganz schön personenstarkes Lager hier. Bleib stehen! Die ungerüsteten Halbstarken sind für meine besten. Ach, da ist ja noch mehr angelockt. Die ungepanzerten Halbstarken sind für meine besten Freunde hier. Ich wünsche bloß, er würde sich nicht mal so leicht so reindrehen in den Kämpfen. Also, er haut ja wie irre nach vorne und dann schießt er ruckzuck hinter Leuten. Oder anders, die stehen vor dir. Oh, ich habe Mr. Clark die Folge genannt. Die wollte ich bestimmt Minister Clark nennen. Nein. Ach, dich doch noch. Bleib stehen. Niemals. Ich hab doch hier meinen Speer. Ach, dich doch noch. Du hättest dich nicht mit mir. Der Wichser in der Rüstung blockt mich halt. Das ist halt doch total dämlich. Das blockt dich einer und dann geht der ganze Schlag halt weg. Also, obwohl ich mal eigentlich angreife, blockt der quasi rein. Das macht dich ein bisschen schwieriger, weil die Typen mit dem Speer. Das Problem ist der Typ in der Rüstung. Übermütiger Bandit. Mein Weltklasse Safe Game hier übrigens. Naja, mach mal die. Man merkt schon, der Deserteur hat immer.
Der hat eine richtige Armee gelernt. Hallo! Ja, jetzt schieß halt nochmal auf den Boden, genau! Ein guter Deserteur. Guck mal hier, ein rostiges Schwert. Warum haben die ein rostiges Schwert? Da lernt man bei der Armee nicht. Also ein klassischer mittelalterlicher Armee nicht. Das heißt, erstens, dass man auf seine Waffe irgendwie gut, dass man da guckt hinterher, dass man die Waffe nicht irgendwie so. Also man soll sich doch um seine Waffe kümmern oder nicht? Und ich meine, so ein Schwert rostfrei zu halten kann ja ein bisschen schwierig sein, oder? Sollte doch eigentlich im Rahmen des Möglichen sein. Mehr Quicksave. Pfeil ins Knie sind immer sehr ärgerlich, ich weiß.